InSat TV, TV, TV. Land und Leute sind unsere Stars. Der politische Aschermittwoch der CSU ging in der Dreiländerhalle in Passau zum 56. Mal über die Bühne. 300 Pressevertreter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz waren vor Ort, um über die Vorträge der beiden Hauptredner zu berichten. Das waren CSU-Vorsitzender Erwin Huber und Ministerpräsident Günther Beckstein. 6000 Besucher lauschten den Rednern, bejubelten sie oder nahmen die politischen Grundsatzstatements eher am Rande wahr. Denn da waren schließlich auch noch Zeitung, Maas und Prezen, die Aufmerksamkeit verlangten. Unsere Aufmerksamkeit galt natürlich den Gästen aus dem Innviertel, die zu dieser traditionellen Großveranstaltung gekommen waren. Der Aschermittwoch ist für uns Oberösterreicher natürlich ein Pflichttermin. Wir sind gerne hier, die Freunde der CSU hier zu besuchen. Was verbindet nun hier Bayern und das Innviertel? Das Innviertel und Bayern verbindet naturräumlich schon sehr viel und darüber hinaus eine sehr gute Zusammenarbeit. Und die politische Arbeit verbindet uns ganz besonders. Die ÖVP und die CSU haben gemeinsame Grundwerte, orientieren sich an konservativer Politik, die aber fortschrittlich denkt, fortschrittlich handelt und fortschrittlich ihr Tun umsetzt. Ich bin schon seit etwa 25 Jahren jedes Jahr da. Das gehört fix dazu zum Jahresablauf. Wir haben recht gute Kontakte zu der CSU hier in Passau seit den Zeiten der Jungen Union und der Jungen ÖVP. Und darum horchen wir uns immer wieder an, was es in Bayern und in Deutschland Neues und Aktuelles gibt. Herr Froschauer, auch der Wirtschaftsbund ist heute mit dabei am politischen Aschermittwoch. Ja, für uns ist das eine wunderschöne Veranstaltung. Im Innviertel kennen wir sowas nicht. Und hier in Passau, in Niederbayern, wird wirklich Klartext gesprochen. Man sieht hier, dass sich politische Interessen auch mit bürgerlichen Parteien vertreten lassen, die vielleicht etwas rechter stehen. Frau Marianne Reininger, Politik auch ein Thema für Frauen und sie werden immer stärker, sowohl im Innviertel wie auch hier in Bayern. Nutzt man da auch Netzwerke, Kooperationen? Selbstverständlich. Also wir haben jetzt im Bezirk Scherding wieder die Frauenbewegung auf neue Füße gestellt und pflegen auch die Kontakte zu unseren deutschen Nachbarn eigentlich intensiv. Wir haben schon eine gemeinsame Veranstaltung gemacht und werden das auch weiter pflegen. Wenn auch Frauen in der Politik zunehmend aktiv werden, so waren doch die männlichen Besucher am politischen Aschermittwoch deutlich in der Überzahl. Wegen Bier und Brezen sind die Herren der Schöpfung dann doch nicht hierher gepilgert. Unser Ministerpräsident redet richtig und so vermittelt auch er die bayerische Kultur am Aschermittwoch. Der Herr Dr. Beckstein ist Ehrenmitglied bei uns in der Freiwilligen Feuerwehr. Und da sind wir eingeladen und der Einladung sind wir gefolgt. Ja, also ich gehe da schon seit 15 Jahren hierher, ne? Und ich finde es immer wunderbar, ne? Sie tragen einen sehr außergewöhnlichen Bart. Wird er jeden Tag so aufgemaschelt? Nein, nur zu besonderen Zwecken. Ne? Wie heute zum Beispiel oder auch im Oktoberfest in München. Wir sind zum ersten Mal hier. Und woher kommen Sie? Wir kommen aus Oberfranken, aus der Nähe von Nürnberg. Warum kommt man hierher? Weil es super ist. Hier haben wir sich alle was zum Sagen. Und dann haben wir schauen, was wir da vorhalten. Ne? Anfang März stehen in Bayern Kommunalwahlen an. Dementsprechend emotional waren die Reden. Der Protest am Rande war eher ruhig. Obwohl es bei dem auch um Lärm ging. Wir demonstrieren gegen die dritte Startbahn, die im Flughafen München, also 2, da dazukommt oder gebaut, in Planung ist. Und ich bin ein Berglerner, wir sind direkt in der Einflugschneise jetzt von der nördlichen Startbahn schon und werden südlich unserer Gemeinde, unserer Ortschaft überflogen und nördlich auch schon. Und wenn die dritte Startbahn jetzt dann kommt, dann wird direkt das Zentrum bei uns überflogen.